Lieber wieder, herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern. Schön, hast du eingeschaltet. Natürlich auch ein herzliches Willkommen an alle anderen, die hier sind. Wir schauen uns heute deinen September 2024 an. Und lieber wieder, es ist spannend. Das ist irgendwie der dritte Anlauf, wo ich das Video mache. Und jedes Mal habe ich mich versprochen, habe ich immer Dezember gesagt. Ich weiß nicht warum. Ich habe gar nichts mit Dezember am Hut. Es kann sein, dass Dezember für dich wichtig ist, dass September und Dezember zusammenhängt, also dass da eine Verbindung ist. Entweder zu diesem Dezember, der jetzt kommt, oder zum letzten September, also ich kann nicht mehr sprechen, siehst du, zum letzten Dezember 2023. Also überleg ganz genau, was war im Dezember 2023? Im Dezember letzten Jahres, was war da? Es kann sein, dass etwas zurückkommt, jetzt in diesem September. Falls du sagst, ja, nee, das kann nicht sein, dann ist es eher andersherum, dass dieser September auch wichtig ist für den kommenden Dezember 2024. Einfach eine Info am Rande, lieber wieder, habe ich jetzt einfach ganz stark wahrgenommen. Wir schauen uns hier deinen September natürlich an, nicht Dezember. Wir schauen uns deine Hauptenergie an, dein Hindernis, dein Rad und dein Schatten. Was liegt im Schatten? Was siehst du nicht? Solltest du aber sehen. Lieber wieder, nimm bitte nur die Botschaften an, die zu dir gehören. Also biege da nichts zurecht. Hör da auf deine innere Stimme. Sie führt dich, sie sagt dir, was zu dir gehört und was eben nicht. Falls du dich für Karma-Numerologie und auch für Schicksalsmatrix und Astrologie interessierst, darfst du mir gerne auf Insta folgen. Dort mache ich immer wieder kostenlose Impuls-Analysen in der Story. Ich habe jetzt auch gerade diese Woche eine Aktion zum Thema Lebensaufgabe. Man konnte sich in der Story am Mittwoch bewerben und heute werde ich vier Personen herauspicken, wo ich die Lebensaufgabe anschaue und dazu einfach einen Impuls in der Story mitteile. Falls du solche Dinge nicht verpassen möchtest, eben bist du herzlich eingeladen, mir auf Insta zu folgen, würde mich sehr darüber freuen. Ja, lieber wieder, dann würde ich sagen, starten wir doch. Lieber wieder, dein September 2024. Was ist wichtig für dich? Wo darfst du hinschauen? Was darfst du dir zu Herz nehmen? Was solltest du wissen? Lieber wieder. Lieber wieder. Ja, auch die Löwe-Energie. Es ist lustig. Ich hatte vorher, als ich den ersten Anlauf gemacht habe, habe ich eine Karte gezogen. Finde ich die gleich? Das war die Karte Führung. Und da war auch ein Löwe abgebildet. Und jetzt hast du hier schon wieder einen Löwen abgebildet. Das Sternzeichen Löwe ist sehr wichtig. Es muss nicht eine Person sein, es kann der Archetyp Löwe sein. Der Löwe ist mit dem Herzen verbunden. Es könnte um die Herzensstimme gehen oder um das Herz. Ist mein Herz geheilt? Lebe ich meinen Herzenswunsch? Bin ich mit meinem Herzensmenschen zusammen? Lebe ich wirklich aus dem Herzen? Frag dich das jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Das Leben, was du hast, ist das zu 1000% aus dem Herzen? Und nicht, ja, es ist okay, ja, ich bin zufrieden, ja, es ist gut. Ich rede nicht von gut oder zufrieden, sondern von deinem Herzen, wenn du daran denkst, dass du am liebsten weinen möchtest, weil du so dankbar bist, dass du deinen Herzensweg gehst. Das ist das nämlich. Das ist so ein Gefühl von tiefer, tiefer Dankbarkeit. Das ist so ein Glücksgefühl. Hast du das? In allen Lebensbereichen. Geh mal deine Lebensbereiche durch. Gesundheit. Liebe. Partnerschaft. Selbstliebe. Beruf. Selbstverwirklichung. Das Leben selbst. Mach das mal. Ich habe das Gefühl, es ist wichtig für dich, für im September lieber wieder. Weil hier haben wir die Karte Schutz und die Karte Brücke. Irgendwo sollte eine Brücke gebaut werden. Vielleicht eine Brücke zum Herzen. Ich sehe jetzt schon, die Legung wird wahrscheinlich sehr tief. Schauen wir mal rein.
Lieber wieder. Lieber wieder. Wow, die Liebenden. Die Liebenden, was heißt das, nach dem Herzen entscheiden? Die Herzenskarte. Es geht um die Liebe, es geht darum, aus Liebe zu handeln. Es geht darum, wirklich aus dem Herzen entscheiden. Und aus dem Herzen Entscheidungen, ich sage das immer wieder, ist rein. Das bereut nichts, auch wenn etwas nicht klappt. Und weißt du, warum es nicht bereut? Weil es weiß, dass es richtig war. Dass man diese Erfahrung machen musste. Wenn man viele Dinge bereut, dann hat man nicht aus dem Herzen gehandelt. Dann hat man oft aus Verzweiflung entschieden, aus Angst entschieden, aus Wut, aus Groll, aus Mangelenergie, aus Abhängigkeiten, aber nicht aus dem Herzen her. Weil alles aus dem Herzen kommt, ist eigentlich rein. Und ich sehe hier, das ist ein ganz großes Thema, aus dem Herzen Entscheidungen zu treffen. Die Herzensenergie, vielleicht auch Sehnsüchte, werden bei dir ganz stark aktiviert. Lieber wieder. Ganz krass. Schauen wir mal, was ist denn das Hindernis? Was hindert dich daran, nach dem Herzen zu leben? Also du könntest auch die ganz große Liebe finden. Oder der Beruf, der für dich bestimmt ist, den du aus dem Herzen tust. Die Mäßigkeit als Blockade, zu wenig flexibel sein, zu stur an einen Weg festhalten, zu stur an einen Menschen festhalten, zu stur ein Tunnelblick. Wo hast du einen Tunnelblick? Lass dich etwas von der Energie des Lebens treiben. Lass es fließen, weil die Mäßigkeit ist wie ein Bach, das fließt. Wenn irgendwo ein Hindernis ist, wird ein anderer Weg gegangen. Im Fluss des Lebens mitschwingen. Hier kann auch das Thema Kompromisse angedeutet werden, dass man vielleicht an Dingen festhält, die aus dem Nicht-Selbst kommen und nicht aus dem Herzen. Also hier wirklich das Thema Gleichgewicht könnte sehr wichtig sein. Balance halten. Im Fluss des Lebens mit. Und ich finde noch spannend, die Mäßigkeit ist auch die Karte der Brücke. Brücke bauen. Auch zwischen der spirituellen und materiellen Welt. Also falls du das Thema Beruf hast, du möchtest beruflich aufsteigen, CEO werden oder keine Ahnung, frag dich das ganz, ganz ehrlich. Warum willst du das? Ist es nur wegen des Geldes? Weil du Luxus möchtest? Oder ist es, weil du das aus dem Herzen her möchtest, weil du vielleicht für andere ein Mentor sein möchtest, weil du etwas zurückgeben möchtest? Überleg bezüglich deiner Intention, weil die Mäßigkeit erschafft Brücken zu Intentionen aus der materiellen und spirituellen Welt. Das brauchst du, diese Brücke. Ja, zu schnell. Die Ritter der Stäbe kann auch darauf hindeuten, dass man zu schnell handelt oder eben gar nicht handelt. Und dass du handeln darfst, aber natürlich nicht schnellschussmäßig. Schauen wir mal wieder. Königin der Schwerter, Luftenergie, der Teufel, Ritter der Kelch. Also hier möchte eine Herzensangelegenheit auf dich zukommen. Königin der Schwerter, der Teufel. Huiuiui, also hier sehe ich neue Liebe. Es kann sein, dass hier neue Liebe an deine Tür klopft, obwohl du vielleicht schon vergeben bist und dass du dann erkennst, dass vielleicht die Person nicht dein Herzensmensch ist. Muss nicht sein, ganz, ganz wichtig, nicht getriggert fühlen. Es kann. Fühle dich hinein. Ist es der Fall? Wenn ja, dann akzeptiere es. Wenn nicht, dann ist okay. Es könnte auch sein, dass plötzlich eine andere berufliche Chance deinen Weg kreuzt oder eine Information und plötzlich merkst du, huch, was ist das für ein Gefühl? Ich fühle mich dazu hingezogen. Aber ich habe mir ja in den Kopf gesetzt, ich möchte diesen Karrierenweg gehen, weil diese alle gehen oder diese sich so gehört. Und ich habe schon viel Zeit investiert. Ich möchte doch das nicht loslassen. Und darum geht es eben.
diese Akzeptanz. Also ich sehe hier mit Königin der Schwerter, Luftenergie, es könnte auch ein Luftzeichenthema sein. Steinbockenergie haben wir auch hier und Zwillingenergie und Löweenergie. Königin der Schwerter, Vorbote für Entscheidungen, sehr viele Gedanken, sich wirklich auf viele Gedanken machen, ein Kopfmensch sein, sich irgendetwas analysieren. Ich sehe aber auch, dass hier eine Art Hindernis ist, vielleicht auch Glaubenssatz oder Abhängigkeit, an etwas gebunden sein, obwohl hier etwas an deine Tür klopft. Aber man hat das Gefühl, man ist verpflichtet an dem hier, an etwas gebunden sein. Etwas, es könnte auch eine Verbissenheit sein, muss nicht, aber sich wie nicht davon loslösen können, obwohl hier eine gewaltige Chance kommt. Also hier lieber wieder kommt eine riesige Chance. Ganz, ganz groß. Aber du musst sie annehmen. Die zieht an dir vorbei, wenn du sie nicht annimmst. Und wir schauen gleich mal genauer rein, warum Königin der Schwerter. Es könnte auch um das Thema Schwangerschaft gehen. Möchte ich jetzt eine Familie gründen mit dieser Person? Vielleicht seid ihr schon am Planen oder am Überlegen oder dein Gegenüber und plötzlich klopft hier jemand an deine Tür oder beruflich gesehen und du weißt, wenn ich jetzt schon eine Familie gründe, kann ich das vielleicht nicht mehr so gut angehen oder du erkennst, dass plötzlich eine Vorstellung vielleicht nicht deine Vorstellung ist. Vielleicht ist die Vorstellung von deinem Gegenüber. Ich sehe auch, dass etwas Zeit braucht, Gedanken zu ordnen, also lass das wirken. Ja. Ich glaube, du weißt, was diese unsichtbare Kette ist. Das darf losgelassen werden. Hier möchte eine Entscheidung kommen bezüglich dieser unsichtbaren Kette, möchte durchschnitten werden. Ich bin aber nicht sicher, ob du das schon schaffst oder ob das ein Prozess ist. Es kann auch sein, dass von außen etwas kommt, was dich fast schon dazu zwingen wird, diese Kette zu durchdrängen oder diese Kette anzuschauen, zu betrachten. Oder oft erkennen wir diese Ketten nicht. Warum Bube der Kelche wieder? Ui. Ja. Schicksalshafte Begegnung, Verbindung oder Erkenntnis. Und das kommt nicht einfach so. Das kommt bewusst, weil das Universum möchte, dass du jetzt handelst. Dass du erkennst, was ist dein Herzensweg. Wahrscheinlich oft kommen diese Dinge, wenn wir uns vom Herzensweg wegbewegen, um uns daran zu erinnern, hey, das ist deine Aufgabe, das ist dein Weg. Darum wird hier irgendetwas auf dich zukommen, was du so nicht erwartest, vielleicht eine neue Liebe. Kann auch eine neue Anstellung sein oder Information, die dich zu etwas Neuem führt. Schau das an, weil es ist kein Zufall. Es ist wirklich kein Zufall, es hat etwas mit deinem Seelenplan zu tun. Warum Ass der Münzen? Ja, großer Erfolg liegt hier, aber bei dem hier, bei dem nicht, bei dem hier. Bei dem liegt nur Schweiß und Mühe. Bei dem hier liegt der Erfolg. Was auch immer das ist, das musst du für dich entscheiden. Ja, schon wieder Bube der Kelche. Hier kommt was Neues, eine neue Idee. Warum möchtest du eine neue Idee verwirklichen? Oder etwas Neues lernen und hinausbringen? Oder du begegnest neuen Menschen. Also es ist sehr, sehr wertvoll und ist ein Teil von deinem Seelenweg. Nimm das aktiv wahr, weil es ist wirklich wichtig, lieber wieder. Aber du musst wirklich aus dem Herzen entscheiden. Was ist der Rat? Ja. Nicht in die Vergangenheit blicken und bereue nichts. Mach dir keine Vorwürfe für die Dinge, die du getan hast oder auch für die Dinge, die du nicht getan hast. Oder meistens bereuen wir ja die Dinge, die wir eben nicht getan haben oder nicht gesagt haben. Bereue nichts. Es ist eine Erfahrung. Nimm es als Erfahrung wahr und geh jetzt in die Veränderung. Lebe dein Leben jetzt, weil Chancen liegen da. Ganz viel. Also hier liegt die Fülle da, aber der Blick ist ein bisschen in der Leere ausgerichtet, also in die Mangelenergie. Egal, es kann auch sein, dass du vielleicht erst vor kurzem ein Studium beendet hast und du hast Blut geschwitzt und jetzt erkennst du, oh mein Gott, das ist gar nicht meins. Und jetzt habe ich vielleicht 6 Jahre studiert. Egal, erzwinge nichts, dann studiert
findest du jetzt einen Herzensweg. Halte nicht an Dingen fest, die nicht zu dir gehören, das will ich damit sagen. Weil ein Widder im Schatten tut das eben. Ein Widder im Schatten gelebt, hält fest, will nicht akzeptieren, dass ein Weg zu Ende ist. Ein Widder im Licht gibt nicht auf, aber er erkennt, wann ein neuer Weg kommen soll und geht ihn dann auch. Was liegt im Schatten, was siehst du nicht, wo darfst du hinschauen? Ja, hier ist irgendein Ende, was herausgezögert wird. Ich weiß nicht genau, was es ist. Es scheint so, als ich habe das Gefühl, dass ich diese Kette, kann auch eine Beziehung sein, theoretisch, muss aber nicht natürlich. Vielleicht auch ein Arbeitgeber, oder wer weiß, das musst du für dich entscheiden. Aber im Schatten sehe ich eine Sackgasse. Hier ist ein Weg zu Ende, hier ist eine Sackgasse für dich. Und darum kommt das hier, damit du umdrehst und diesen Herzensweg gehst, darum. Lass dich von diesem Herzensimpuls führen. Weil hier sehe ich irgendwo eine Sackgasse, aber du möchtest es nicht als Sackgasse wahrhaben. Du hältst wie an etwas fest, was eigentlich gar nicht dein Weg ist oder nicht mehr dein Weg ist. Vielleicht musstest du diesen Weg gehen, damit du eben wachsen kannst oder damit du gewisse Erfahrungen lernen kannst für diesen neuen Weg. Vielleicht brauchst du diese Erfahrung für den neuen Weg. Weil hier liegt ein Ende, es liegt aber im Schatten, als würdest du es noch nicht wahrhaben wollen oder noch nicht sehen. Aber hier ist wirklich ein Neuanfang, der kommen möchte, ein kompletter Neustart. Das ist wunderschön. Also nimm die Energie an, lass dich da führen und vertrau deiner Intuition. Ja, mein Lieber, wieder, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.